Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Ist das nicht eine schöne Wetterlage? Und da hinten sehe ich Charlie wieder. Nicht das Schalentier, sondern die Banane. Gleich mal. Oh, Charlie gehend ist anscheinend sehr müde. Ich möchte mit dir leben in meinem Dorf. Das will ich doch. Ja. Charlie streckt die Faust in die Luft und geht dann zum Bett. Fühl dich wie zu Hause. Mensch, wir haben eine Banane. Eine Banane. Die soll mich gleich begleiten. Nee, plaudern wollte ich mit dir nicht. Ich habe mich verdrückt. Red doch nicht so viel. Ich glaube, ich muss meine Begleiterin Farbenbomber erstmal hier Unterstützer wegschicken. Ja, ja. Ich habe mir in der Zwischenzeit habe ich Ressourcen gesammelt und habe mal Farbenbomber wieder als Unterstützer genommen. Genau. Tabby, damit war ich letztes Mal sehr unzufrieden und jetzt kommt Charlie mit. Oh, ich habe was erfahren durch ihn. Über Jobs reden, gehen wir auf Erkundung. Wunderbar, und hat sein eigenes Schwert dabei. Ist das nicht schön? Mit einer Banane an unserer Seite kann doch gar nichts mehr schief gehen. So, wir haben, glaube ich, gerade einen herrlichen Sonnenuntergang. Das heißt, es wird gleich dunkel werden. Davor noch eins. Warum waren wir letztes Mal so viel in der Wüste? Ich hab's rausgefunden. Es gibt hier bei Geräte den Edelsteinschneider. Den braucht man jetzt natürlich. Dafür braucht man noch 20 Marmortafeln. Die haben wir, glaube ich, nicht, aber wir haben zumindest Marmor. Wir haben 4 Marmortafeln und Marmor sieht nochmal wie aus. Da, achso, ich habe schon ins Inventar gepackt. 50 Stück Hammer, den müssen wir jetzt einfach weiterverarbeiten. Da, Marmortafel schnell deponieren. Na, ich dachte, du deponierst alles. Kann ich das gedrückt halten? Gut, manuelle Knopfdrücke müssen es wohl sein. Machen wir mal 30 Stück, kommen 30 Tafeln raus. Nur 20 braucht man, beziehungsweise 16. Ein paar habe ich ja schon. Und dann können wir uns hier überlegen, wie wir unser Dorf mal gegen diese vermaledeiten Skelette absichern. Ich würde sagen, als erstes überlegen wir uns, wo hier das schöne Palisadentor hinkommt. Vielleicht nicht so sehr in die Büsche. Wir können auch mehr als ein Tor haben. Ich würde sagen, so leicht außerhalb der Dorfgrenze ist in Ordnung. Sonst kollidiert das da hinten mit dem Wachturm. Achso, ich kann jetzt das Glob direkt bauen. Ich habe schon die nötigen Ressourcen. Ich rüste mal noch eine Fackel aus. Dann sehen wir auch, was wir hier machen. Starte mit dem Bauen. So soll es doch aussehen. Stufe 1 von 6 abgeschlossen. Dann her mit den anderen Teilen. Sehr schön. Holz wird uns nicht ausgehen. Wie gesagt, ich war auf Ressourcenbeschaffungstour. Ich habe eine ganze Kiste voller Holz. Das ist wunderbar. Dann können wir heute einfach ein bisschen die Sau rauslassen beim Bauen. So, natürlich noch die Deko-Elemente. Bisschen die Spitzchen vom Palisadentor. Stufe 4 von 6 abgeschlossen. Was ist als nächstes? Natürlich noch weitere Spitzen. Das muss sein. Und letzte Deko. Und dann haben wir hier ein wunderbares Palisadentor. So soll das aussehen. Und am besten braucht man jetzt noch ganz viele Palisaden, um eben die feindlichen Skelette, die sehr nervig geworden sind, da ist schon eins direkt hinter mir, fernzuhalten aus unserem Dorf. Wir müssen ja eh kurz warten, bis die Marmortafel... Bis die Marmortafeln gemacht sind, dann können wir mal schauen, wo das war. Ich glaube, bei Bauteile, nicht bei Zäune, Stützen eventuell. Nee, das war schon mehr vielleicht bei Wände. Ah, Festungswand. Da ist sie doch. Komm, und das muss jetzt snappen. Nicht auf Snapchat, sondern einfach hier im Spiel. Und dann würde ich sagen, ziehen wir das einfach so gut es geht ins Wasser. Und dann ist dieser kleine... Nein, meine Fackel ist ja aus, wenn ich ins Wasser gehe. Komm schon, snap. Snap. Ja, wunderbar. Da kommt kein Skelett mehr durch. Hier vorne haben wir natürlich noch das Problem. Und wir haben auch ein Problem. Na, das finde ich ein bisschen unschön, dass ich da nichts untersetzen kann.
In Valheim zum Beispiel ging das ja, dass man einfach hier jetzt unten das so runter machen kann, dass es im Erdreich versinkt, der größte Teil, aber man trotzdem noch was geschützt bekommt. Na egal. Ist das da ein Riesenfisch, der am Ufer hier meine Aufmerksamkeit will? Irgendwas war noch. Vielleicht war es auch nur Charlie, der ins Wasser gefallen ist. Das kann natürlich auch sein. So, dann mal hier durch die Tür. Du kannst auch noch außen rumlaufen. Noch funktioniert das also. Nur 12 Marmortafeln. Da muss der Grinder aber mal ein bisschen mehr machen. Da sind natürlich auch Skelette in Hülle und Fülle. Ich würde trotzdem sagen, wir können noch ein bisschen das Dorf planen in der Zwischenzeit. Da nehme ich einfach wieder die Baupläne. Weil ich bin es echt leid geworden, diese schäbigen Hütten, die müssen jetzt mal wirklich abgerissen werden. Oh, Beefburger, Beefboss. Kloppt sich hier einfach mit 3 Skeletten und niemand hilft ihm. Das ist auch nicht so sympathisch. Da hätte man ihm helfen können, meine lieben anderen Dorfbewohner. Lasst ihn doch nicht alleine kämpfen. Ach, ist es schön, wenn die Skelette hier mal weg sind. Kann man mal eine ruhige Nacht haben. So, ich nehme das Holz, du kriegst den da. Nochmal Holz. So soll das aussehen. Dann würde ich sagen, mach mal hier vielleicht eine normale Baumstammhütte irgendwie. Da ist die riesige Lodge. Vielleicht so hin. Ja, das sieht doch erstmal ganz okay aus. Mach mal halt ein engeres Dorf. Soll ja auch schön gemütlich werden. Und vor allem mal knochenfrei in der Nacht. So, das kriegt man schon alles hin. Dann würde ich hier sagen, haben wir einen wunderschönen See. Da wird sich doch so eine kleine Anglerhütte hier richtig gut machen. Die Frage ist, ich hab's gern, wenn das so ein bisschen auf dem Wasser steht. Also so wäre ideal, aber dann wäre es gar nicht im Dorf drin. Das wäre mir persönlich nicht so wichtig. Zählt halt nicht fürs Dorflevel und glaube, die Bewohner können das nicht verwenden. Ich finde das eigentlich schon relativ gut. Wir könnten es natürlich auch hier hinsetzen. Ja, machen wir es doch einfach hier. Dann steht es so leicht im Wasser, dann zielt es, glaube ich, noch zum Dorf. Dann können wir das direkt bauen. Das sah ja nicht so kompliziert aus. Rustikaler Boden. Genau das habe ich gesucht. Hey, da ist ein Skelett im Wasser. Ihr könnt schwimmen, dann geht mein ganzer Plan mit den Palisaden nicht auf. Naja, wird schon aufgehen. Normalerweise spawnen die ja nicht auf dem Wasser. Mal ein Skelett, das hier rüberschwimmt, das müssen wir vertragen können. So schöne Fensterchen hier. Und eine Tür. Oh, ich glitsche im Fenster. Das ist natürlich nicht gut. Da sollte man am wenigsten glitschen. Dann hier schön Außenpfeiler. Und wir haben einen wunderschönen Morgen wieder. Ach, das Spiel ist herrlich, was so Wetterstimmung angeht. Großer Fan davon. So, nein. Beinahe hätte ich mich verplatziert. So, das sieht doch auch schon wunderschön aus hier. Frag mich dann, wie ich das Dach mache, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. So, ich würde gerne mal eine Rückwand einziehen. Dankeschön, da eine hin. Ach, hier mit Fenstern wäre es auch gut gewesen. Können wir ja später manuell, sobald es abgeschlossen ist, nachrüsten. So, die muss ich jetzt, glaube ich, hinten platzieren. Oder hier zumindest an der Seite. Von der war das kein Problem. Und von der auch nicht. Stufe 5 von 15 ist schon abgeschlossen. So, dann kommt, glaube ich, Zwischenboden. Ganz viel Zwischenboden. Und dann sollte eigentlich schon das Dach anfangen. Wieso haben wir denn hier noch so viele Stufen übrig? Das ist doch gar nicht so groß. Giebel nach da. Beziehungsweise, das sind ja die Giebelecken. Eckelchen. So. Einmal dahin, einmal dahin. Und ich schätze mal auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Ich habe richtig vermutet. Passiert auch ab und zu. So. Und jetzt, was willst du? Was soll ich machen? Ja, das wird von der anderen Seite jetzt schwieriger. Müsste man vielleicht so einen kleinen Steg bauen. Na, gerade komme ich noch an. Bin noch nicht so im Wasser versunken. Gar nicht so schlecht. Ich habe Hunger. Oh je.
Da muss ich gleich mal was mampfen. Was haben wir denn? Kürbisse in Hülle und Fülle. Vielleicht nehmen wir aber erstmal das Fleisch. Das sättigt nachhaltiger. Ja, da geht's mir fast wieder gut. Hälfte schon erledigt vom Hunger. So, jetzt bin ich satt genug erstmal. Wird nicht lange halten, aber... Das habe ich gemeint hier mit dem Dach. Na, das muss irgendwie... Ah, es snappt. Ich sehe es zwar nicht, aber es hat gesnappt. Vielleicht von der Seite doch ein bisschen wäre es geschickter gewesen. 11 von 15. So, das gleiche nochmal in grün. Das heißt von der anderen Seite. So, einmal gut snappen lassen. Und dann fehlt eigentlich wirklich nicht mehr viel. Das kommt dahin. Und dann kommen jetzt die letzten Elemente ganz oben drauf. Na komm. Wunderschön. Und ich glaube nur noch ein Element. Na also, eine Blockhütte errichtet. Ist das nicht schön? Bauen ist abgeschlossen. Wir haben eine wunderschöne Aussicht auf dem See. Guck mal, Charlie gefällt das auch sehr. Der möchte am liebsten hier draußen wohnen bei den Fischen. Ich finde das ein guter Platz dafür. Klar, ein bisschen mehr im Wasser wäre noch ein bisschen fancier, aber so zählt es vielleicht zum Dorf. Und hier ist die Ecke, die ich gemeint habe. Ich finde das immer unschön. Ich würde da gerne einfach ein Segment irgendwie untersnappen lassen. Ich weiß nicht, ob es geht. Aktuell kriege ich es nicht. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das ist nur das falsche Bauteil. Ja, das müsste man sich mal anderweitig zu Gemüte führen. Vielleicht bräuchte ich so ein 1x1-Fliese, die ich da unten randingel. Dann dauert es aber eine gewisse Zeit. So, egal. Die Marmortafeln sind erstmal fertig. Ja, im Steinezerkleinerer nehmen. Dann müssten wir jetzt eigentlich die Fähigkeit besitzen, hier den Edelsteinschleifer zu machen. Den würde ich ausnahmsweise... Wir ziehen die hier eh bald um, die Geräte. Tun wir mal hier rein, da tut er gerade niemandem weh. So, neues Rezept. Geschliffener Bernstein, das wollen wir dann auch gleich mal machen. Wie viel Bernstein habe ich denn? Oh, 19 im Inventar, das geht doch schon. So, den lassen wir mal vor sich hinwerkeln. Noch ein paar Himbeeren. Ich habe gelernt, man kann die Büsche hier auch einfach kaputt hauen. Das finde ich eigentlich ist eine sehr gute Eigenschaft. Kriegen wir Ranken, um diese Gerüchte ranken. Und dann können wir hier einfach unsere Palisade noch ein bisschen weitersetzen, solange wir das Holz dafür haben. Na, die waren bei Wänden. Festungswand. Achso, ich hätte den Untergrund selber setzen müssen noch dazu. Ja, das ist jetzt blöd. Das habe ich beim anderen nicht gemacht. Schauen wir mal, ob wir das Fundament hier einfach ranbekommen. Das sieht gut aus. Müsste man beim anderen auch machen. Komm schon, snap doch einfach. Ah, das finde ich ein bisschen doof an der Baumechanik. Ja, es wird sonst in der Luft schweben. Ist egal. Bananen, Bruder. Charlie, geh aus dem Weg. Kann sonst nichts bauen. So, ich würde sagen, es wird eine richtig schöne Festungsmauer hier. Na gut. Paar kleine Skelette bzw. paar sprungfreudige Skelette können vielleicht von hier ganz nach da drüben springen. Das schaffen sie wohl nicht. Ich bin zufrieden, wenn die Festungsmauer dann annähernd alle Skelette zurückhält. Ach, hier hätte man vielleicht noch ein anderes Eingangstor machen sollen. Ist egal, können wir vielleicht noch machen. So, ich glaube, das reicht in diese Richtung. Können wir mal schauen, wie so eine Ecke hier aussieht. Platzieren wir einfach mal hier eine Wand. Jetzt sogar schon das richtige Format. Nicht genügend Ressourcen. Und dabei sage ich doch, dass ich so viel habe. Dann schauen wir einfach mal in die Kiste des ewigen Holzes. Da haben wir ja noch ein bisschen was. So, dann... Gleich müsste ich da auch Ecksegmente nochmal platzieren. Das werden wir gleich sehen. Obwohl, es geht eigentlich so. Na, fast. Hier fehlt auf jeden Fall noch so ein einzelnes Teil. Das ist zu groß dafür. Ich bräuchte so ein einfaches Festungswändchen. Ich kann natürlich auch einfach sowas reinstellen. Ich glaube, wir haben noch irgendwo Baumstämme. Na, das Element passt gar nicht da rein.
Wo haben wir denn diese einfachen... Da, Baumstamm. Na, ich würde sagen, das funktioniert. Ecke gelungen. So können wir Skelette von uns fernhalten. So, was macht denn mein Bernsteinverarbeitungsgerät? 5 Stück hast du schon, die nehmen wir mal. Vielleicht ploppen neue Rezepte aus. Ein Jagddolch ist schon mal neu. Und ich hoffe natürlich auch noch auf eine Axt. Na, ist nicht aufgeploppt. Wir schauen mal die Werkbank an. Angel würde ich auch mal machen. Wir haben so einen schönen Teich da hinten. Aber irgendwie, für die Axt muss ich irgendwas noch entdecken. Das werden wir schon hinkriegen. Also, bevor die Nacht anbricht, eins nach dem anderen. Erstmal machen wir hier die Festungswände. Die sind ja schön schnell platziert. Kosten auch nicht so viel. Da müssen wir natürlich irgendwann auch noch dieses Palisaden-Deko-Zeug oben drauf machen, sonst sieht es ja nach nichts aus. So, einmal platziert. War durch die Himbeeren gerade nicht ganz gut zu erkennen, aber es ist ja irgendwie geworden. So. Wäre ich ein Skelett, hätte ich jetzt Respekt und würde hier einfach wegbleiben. Das sieht doch schon wunderbar aus. Ah, das gefällt mir. Verzeihung, ich bin ein bisschen verschleimt. So, das soll's behoben haben. Einmal schön gehustet. Ein Tor mehr wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, aber lass mal das eine auf der Seite. So, was habe ich gesagt? Eine Angel, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen Knorren, Wurzelstäbe, Hammer. Wir brauchen Seil. Wir brauchen Seidenfaden. Seil und Seidenfaden liegt doch hier bereit. Seil anscheinend noch nicht. Rezept ändern. Dicker Wollfaden haben wir auch noch nicht gemacht. Könnte man eigentlich einen machen. Vielleicht kommen da Nachfolgerezepte. Erstmal hier ein bisschen das Seil. So, keine Ahnung. 20 Stück. Haben bestimmt auch noch Seil in irgendeiner Truhe liegen. Solange es noch hell ist, können wir jetzt nochmal einen anderen Bauplan hier platzieren. Oh, ich hätte natürlich noch gerne riesige Lodge. Auf jeden Fall für die ganzen Gerätschaften. Die gehen einfach nicht in so ein normales Gebäude rein. Vielleicht setzen wir das... Na, da ist eine... Ich glaube hier ein bisschen... Na, ich will, dass hier das Fundament nicht so raussticht. Sonst muss man immer hüpfen, wenn man reingehen will. Na komm, das kriegt man hin. Charlie, renn nicht immer rein. So, das sieht doch hier fast gut aus, außer dass es mit dem Wachturm kollidiert. Das war nicht geplant. Na komm, wir könnten natürlich auch einfach eine Stufe hinmachen, aber das ist ja amateurhaft. So, egal, da machen wir es hin. Ich finde, das ist ein guter Platz dafür. Dann können wir hier auf die Häuser der anderen ein bisschen blicken und dann haben wir einen schönen, schönen Dorfkern. So, Palisadentor gehört sich natürlich auch in der Richtung, irgendwo, wo es Sinn macht. Ich glaube, da macht es Sinn. Ist zumindest dann ohne Stufe zu durchschreiten, das gefällt mir schon mal. Dann natürlich weitere Fundamente. Ach, ist das schön mit den Fundamenten. Kann man mal planen, ohne alle Ressourcen gleich auszugeben. Charlie, nicht in den Weg laufen. Ja, auch hier ist es dann, wie gesagt, das Problem, dass wir gleich... Na, aktuell passt sich das Fundament an. Wäre natürlich besser, wenn es keine solche Ecken entstehen würde, wie da unten jetzt. Ich versuche hinzuzoomen. Naja, vielleicht finden die da noch eine Lösung für. Vielleicht gibt es die auch schon und ich habe sie jetzt einfach nicht gesehen. So, ran mit dir. Komm schon, nicht im Weg. Na, das war, glaube ich, der Himbeerbusch, der da ein bisschen im Weg war. So, dann nochmal hier. Ja, und wenn wir es ganz genau machen wollen, machen wir noch eine weiter. Da kommt definitiv... Nee, das snappt nicht mehr. Ach, das ist da unten. Na gut, wir können hier aber zumindest den Abschluss dann machen mit eigenen Pfosten. Das wird schon klappen.
So, dann würde ich sagen, richten wir auf jeden Fall noch das Palisadentor hier auf. Dann ist es schon mal erledigt. Während im Hintergrund der Bernstein vor sich hingeschliffen wird. So, einmal da, einmal da. Na, ich sagte einmal da. Nicht genügend Ressourcen. Ich werde nach der Episode wieder Holz holen müssen. Hab ich so das Gefühl. Zumindest wenn man die zwei Gebäude da noch bauen wollen. Oh, ich wollte eigentlich das so machen. Ich glaube, ein 50er Stapel reicht für das Palisadentor. Aber das Spiel darf mich gern eines Besseren belehren. So, starte mit dem Bauen. Dann das Türelement. Das kennen wir ja von gerade. So, hat sich nicht automatisch umgedreht, hat mich kurz aus dem Konzept gebracht. So, Dekoration muss natürlich sein. Nur somit ist es als Festungsmauer erkennbar. So, Mittelsegmente. Und ich glaube, das war schon. Wunderschön wird das hier. Ein richtig kleines, schönes, geschütztes Dorf. Und ich habe wieder Hunger. Ich habe doch gesagt, das hält gar nicht mal so lang. So, dann können wir uns mal der Angel widmen. Die Seile sollten inzwischen zumindest in der Zahl, wo wir sie benötigen, fertig sein. Ich glaube, wir brauchen 3, wir haben 4. Das passt ja irgendwie. So, Inventarplatz, damit sieht es mau aus. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Marmortafeln. Achso, nee, die sind übrig geblieben. Na gut, dann stecken wir die am besten in eine Kiste, bei der das auch Sinn macht, die da reinzustecken. Ich würde nicht sagen, ah doch, das geht. Dann haben wir hier noch Marmor, können wir schön stecken. Bernstein, och, ich brauche mehr Kisten, so wie das aussieht. Ich brauche definitiv mehr Kisten. So, ah, da ist ja die Waldaxt, die seltene, mit geschliffenem Bernstein und Knochenwurzelstäbe. Damit können wir endlich in der Wüste das Weichholz abholzen, die Kakteen. Und was wir auch brauchen, ist noch eine Höhle in der Wüste. Es gibt anscheinend heiße Höhlen, Lavahöhlen. Und da sind ganz schöne Ressourcen drin. Aber bis jetzt haben wir keine Höhle gefunden. Das finde ich ein bisschen schade. Müssen wir mal auf die Suche gehen. So, Waldaxt ist gemacht. Und Angel kann ich auch gleich eine bessere machen. Das ist ja schön. Her damit. Oh, ich habe einen Auftrag abgeschlossen. Ist das nicht schön? Und das funkelt bei Nacht echt cool, dieser Bauplan. Die Blaupause. So, wo ist denn mein Angelchen? Da ist es. Brauche ich dafür irgendeinen Köder? Oh, bis jetzt sagt mir das Spiel nichts. Dann würde ich es einfach mal probieren. Da hinten ist ja so ein Ding, was ich vielleicht erwische. Nein. Definitiv nein. Ich dachte, er kann es weiter auswerfen. Einholen. Okay. Da sind meine Dorfbewohner. Ich dachte gerade, das wäre ein feindlicher Angriff auf mein Dorf. Muss ich das gedrückt halten? Keine Ahnung. Da war ein Quicktime-Event, aber ich war zu langsam. Muss anscheinend nicht auf diesen... Hab ich was bekommen? Nee. Was? Ich betrete das Grasland, ich weiß. Ich weiß aber nicht, wie man angelt. Komm, da ist doch so ein Blubberding. Da will ich gerne reinwerfen. Ja, das sieht schon besser aus. Was muss ich drücken? Das geht mir tatsächlich einen Tick zu schnell. Na also, ein Fisch. Ich will den doch nicht schleudern, ich will den haben. Fischfilet. Mit gern her damit. Und noch einmal. Ich glaube, hier muss ich es auf jeden Fall gedrückt halten. Ein ungewöhnlicher Glücksbringerhammer. Okay, Angelmechanik scheint relativ... Ah, grüner Zappler. Du sollst aber... Du bist doch kein Landlebewesen. Hier ist ein orangener Zappler. Was werfe ich denn dafür weg? Vielleicht noch so eine alte, gittlige Spitzhacke. Können wir ja auch wieder aufsammeln. Nochmal Fischfilet. Und jetzt wird es definitiv Zeit für eine Truhe. In unserer Fischerhütte am besten. Wo haben wir denn Aufbewahrung? Dekoration. Oder waren es Möbel? Möbel. Kleine Truhe. Es schadet bestimmt nicht, wenn wir Fisch hier draußen lagern. Der hielt sich ja in der
staubigen Kiste ungekühlt für mehrere Wochen, nehme ich an. Keine Garantie auf Richtigkeit. So. Hey, ich hatte doch noch einen anderen Fisch. Der war hier. Oh, sehen die nicht schön aus Lego? Ja, find das cool. So, dann nochmal. Vielleicht erwischt man noch ein uns unbekanntes Exemplar. Na komm schon. Ihr wollt doch beißen. Lecker Haken. Das ist ein großer. Was muss ich denn machen? Was bist du denn? Du bist ein Legendär. Ein orangener Zappler, der legendär ist. Das ist schön. Vielleicht kriegt man das nochmal hin. Nee, das ist ein normaler. Der war einfach zu fangen. Ich will die Fische doch nicht wegschleudern. Obwohl, ich würde es gern einmal ausprobieren. Ich glaube, das macht man noch. Komm schon, beicht. Ach, das ist sehr entspannt. Würde ich nicht die Fackel dabei halten müssen, wäre das wahrscheinlich noch entspannter. Ranken, okay, konnte ich nicht aufnehmen, glaube ich. Weiß nicht, warum die Ranken angebissen haben. Ist ja erstmal egal. Vielleicht hat sich die Angel im Seegras verfangen. Ja, komm schon. Oh, der ist wieder. Der ist wieder. Den will ich nicht wegschleudern. Ein Lama. Was machst du denn da im Wasser? Kann ich dich streicheln? Letztes Mal habe ich draufgehauen. Nein. Ich muss draufhauen. Gib mir dein gutes Zeug. Nicht weghoppeln. Seit wann hoppeln Lamas eigentlich? Yay. Pinata. Mit Mehl. Dynamit. Das ist natürlich praktisch. Knochen haben wir mehr als genug. Und jetzt habe ich sie wieder aufgehoben. Mensch. Ich wünschte mir, es gäbe hier irgendwie Upgrades, um das Inventar zu erweitern. Bei so vielen Elementen wird es echt schon knapp. So. Ist egal. Wir versuchen nochmal einen Normalo-Fisch an die Angel zu kriegen. Ich will wissen, was passiert, wenn man das Schleudern drückt. Na komm schon. Lecker Angel. Oh, das ist wieder was Größeres. Was bist du denn? Ein Oktopus? Das ist zumindest selten, kann ich auch nicht wegschleudern. Auch hier würde ich sagen, das ist so ungerecht. Es kriegt mal so gute Sachen, kann die gar nicht wegschleudern. Na gut, in die Fischtruhe damit. Blauer Schlürfisch. Komischer Name. Wieso schlürfen die denn alle? Und orangener Zappler legendär, den will ich auf jeden Fall nicht aus Versehen aufessen. Die legendären lagern oder legendäre Items lagern bei mir immer in der Kiste oder im Inventar. Na komm schon. Schöner Sonnenaufgang. Ja, schleudern. Oh, hat mir das cooler vorgestellt. Ich hätte es witziger implementiert. Ich als Softwareentwickler. Na gut, oder ich als Animator. Hier müssen wir irgendwann... das wird mit dem Fundament dann interessant, wenn sich hier die Mauern treffen. Aber das würde ich sagen, ist ein Problem vom nächsten Mal. Die Treppe gehört normalerweise nicht dazu. Die hat mich gleich so komisch angeschaut gerade. Die nehmen wir noch weg. So, jetzt sieht es doch schon wieder besser aus. Na gut, das wird ja. Und sobald hier diese riesige Lodge gebaut ist, können wir alles da umziehen. Ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.